Wir melden uns heute wieder mal am Anfang der Woche Update Mallorca und dazu steht uns auch heute wieder Klaus Vorbrot zur Seite, der sich gerade meldet aus Palma de Mallorca und uns jetzt auf Stand der Dinge bringt. Einen wunderschönen guten Tag, Herr Vorbrot. Ja, hallo aus Palma, guten Tag. Ja, was wir natürlich alle wissen wollen, was gibt es Neues? Gibt es ein Update überhaupt noch? Weil wir können ja eigentlich fast gar nichts Neues mehr berichten. Es gibt kaum noch Regeln oder Restriktionen auf Mallorca. Ist eigentlich alles ziemlich frei. Aber trotzdem hat man so ein klein bisschen an der Schraube gedreht nochmal. Das hat man tatsächlich. Wichtigste Nachricht vor allen Dingen ja für alle Herbstferienurlauber auf der Insel. Das Wetter ist relativ stabil. Wir haben tagsüber relativ viel Sonnenschein, nur ab und zu mal ein paar Wolken oder ein Schauer. Temperaturen erreichen tagsüber durchaus noch 22 bis so 24 Grad. Der Unterschied ist dann deutlich zu spüren, sobald die Sonne weg ist. Dann wird es empfindlich kalt. Nachttemperaturen kratzen jetzt schon so von oben kommend an der 10-Grad-Marke. Aber wie gesagt, tagsüber noch wunderschönes, auch Strandwetter durchaus oder eben für Ausflüge, Aktivitäten jeder Art, relativ stabiles Herbstferienwetter. In einigen Bundesländern sind ja noch Herbstferien. Was die Regelungen angeht, ist es tatsächlich so, dass seit dieser Woche der runde Tisch hat wieder getagt. Da sitzen ja immer Regierungsvertreter mit Gewerkschaften, Arbeitgeberverbänden und den jeweiligen Fachverbänden zusammen. Und dann versucht man eben, Kompromisse zu schließen, hinter denen dann alle stehen können. Das lief während der ganzen Corona-Zeit ja so. Und die entscheidende Neuerung, glaube ich, die aktuelle, ist, dass die Innenräume der gastronomischen Einrichtungen, Bars, Restaurants, Cafés, jetzt wieder alle Plätze anbieten dürfen, also 100% Kapazitätsauslastung ist wieder zugelassen. Eine andere Regelung, die erwartet worden war, ist nicht gekippt worden. Es ist ja immer noch so, dass wenn man in einer gastronomischen Einrichtung draußen sitzt, also auf einer Terrasse, dass man dann am Tisch nicht rauchen darf. Kommt auch noch aus den intensiven Corona-Zeiten und war erwartet worden, dass diese Regelung jetzt möglicherweise kippt. Ist aber nicht gekippt, heißt, es bleibt dabei, wer draußen an einem Tisch sitzt und rauchen möchte, muss aufstehen, 2 Meter Abstand halten und dort zum Rauchen gehen. Schlechte Nachrichten für die Raucher. Ja. Kommen wir nochmal vielleicht allgemein auf die Situation zu sprechen, weil ich habe den Eindruck, dass gerade im September und der Oktober jetzt auch so ein richtiger Hype auf die Insel war oder auch ist und dass der teilweise sogar größer war als in der Hauptsaison. Ist das so? Also wir müssen natürlich auf die abschließenden Zahlen warten, aber was in jedem Fall stimmt, ist, dass sich die große Beliebtheit Mallorcas und auch der Zuspruch durch den September und Oktober fortgesetzt haben. Es ging ja später los, als erwartet wurde. Ostern war ja nicht so ein Riesenhammer und dann so im Mai ging es so langsam los. Und dann war es relativ schnell auch, waren es ganz gute Zahlen für solche Zeiten und die haben sich tatsächlich durchgesetzt. Es sind immer noch weit über 70% der Hotels geöffnet und es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass zwei wesentliche Faktoren einfach jetzt eben auch schon lange genug wirken. Das eine, die Corona-Zahlen sind hier im Griff. Mittlerweile sind die Balearen wieder eine der Regionen in Spanien mit den höheren Infektionszahlen. Da reden wir hier über eine Inzidenz von knapp 30. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir mit einer Impfquote von über 80% natürlich auch nicht nur das Gefühl von Sicherheit vermitteln, sondern alle, die da waren, haben es gesehen und bemerkt und alle, die nicht da waren, haben aus den Medien entnommen, dass es tatsächlich möglich ist, hier einen sicheren und fast normalen Urlaub zu verbringen. Und das hat den einen oder die andere dann vielleicht dazu gebracht, für die Herbstferien doch noch eine Entscheidung zu treffen, sich ins Flugzeug zu setzen und auf die Balearen zu kommen. Ich denke, das hat auch so ein bisschen diesen Maismarkt, sage ich jetzt mal, aktiviert bzw. vorangetrieben. Gerade auch Sportevents hat Mallorca ja in den letzten Tagen, Wochen ordentlich massiv aufgerüstet. Unter anderem ein ganz spektakuläres Radrennen, jetzt auch, glaube ich, gerade aktuell auf Mallorca, oder? Ja, das hat man wahrscheinlich in den deutschen Medien deswegen mitbekommen, weil Jan Ullrich das erste Mal wieder für eine längere Strecke auf dem Fahrrad saß. Jedenfalls so, dass die Öffentlichkeit da teilhaben durfte. Das war Mallorca 312, so heißt das, weil die längste von 3 angebotenen Strecken für dieses Jedermann-Rennen eben 312 Kilometer lang war. Es gibt noch 2 kürzere oder es gab noch 2 kürzere Optionen dazu. Insgesamt 4.500 Radsportlerinnen und Radsportler waren dabei. Eine von 3 großen Sportveranstaltungen in den letzten 3 Wochen. Es gab ja den Palma-Marathon und es gab eben auch den Ironman, der ja in Alcudia Start und Ziel hatte. Auch da mehrere tausend Teilnehmer, sodass also allein durch diesen Sektor nochmal eine ganze Menge, nicht nur Sportler und deren Begleiter, sondern eben auch Fans und Zuschauer, Organisatoren und Co. auf der Insel waren und zusätzlich auch touristisches Geschäft natürlich losgetreten haben. Klar.
Ein wichtiges Thema, was auch durch die EU ging oder geht derzeit, ist das Thema Nachhaltigkeit auch für Mallorca, auf Mallorca, mit Mallorca, wie auch immer. Auf jeden Fall gab es da auch eine wichtige Nachricht in dieser Woche. Ursula von der Leyen hat ja als Chefin der EU-Kommission in Brüssel vor dem Europäischen Rat nochmal das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit etc. pp. Aus Sicht der Europäischen Union dargestellt und hat dann eben auch mit ein paar Beispielen gearbeitet. Und das ist hier auf den Balearen und in ganz Spanien sehr wohlwollend aufgenommen worden, dass es tatsächlich ein Beispiel von hier gab. In Lloseta, so fast in der Mitte der Insel, gibt es ja ein altes Zementwerk, das mit zugegebenermaßen viel Geld auch aus der EU umgebaut wird. Da wird demnächst Wasserstoff hergestellt, mit dem dann zum Beispiel hier die Stadtbusse in Palma, die neuen, oder eben auch die Überlandbusse, die also von Palma aus in die anderen Regionen der Insel fahren und eben mit CO2-neutralem Naturgas dann fahren. Dieses Gas wird dort hergestellt. Und das war eben in der Rede von Ursula von der Leyen eins der Beispiele, wie das in Europa schon gut funktioniert, aber eben natürlich auch noch besser werden kann. Passt ein bisschen zu dem, was Franziska Armengol, die hiesige Regionalregierungschefin, ja fast gebetsmühlenartig schon erzählt, seitdem klar ist, dass es eben üppig Corona-Hilfen aus der EU auch für die Balearen geben wird, dass eben die Bedingung für die Verteilung dieses Geldes immer daran geknüpft ist, dass es eben auch was mit alternativen Energieformen, mit Nachhaltigkeit und mit Weiterentwicklung, nennen wir es mal, der Tourismuswirtschaft zu tun hat. Vielleicht auch ein gutes Beispiel dazu, dass ja auch aus der Tourismussteuer, die man auf den Balearen ja zu entrichten hat, auch einige interessante Projekte ja unterstützt werden, auch zum Teil zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch Naturschutz, zum Beispiel auf der Baleareninsel Cabrera, die man ja auch von Mallorca aus wunderbar ja besuchen kann. Da gibt es ja auch wirklich Ausflüge, Touren hin und man bekommt auch jede Menge Informationen. Und ich war zum Beispiel selber auch dort und für mich war es sehr faszinierend auch zu sehen, wie man dort diese Insel auch so ein bisschen als kleines Testlabor nutzt, um wirklich Dinge auszuprobieren, die man dann auf den anderen Baleareninseln letztendlich ja im Prinzip durchführen kann. Angefangen von Mobilität, alternativen Energien etc. Ich glaube, das ist ganz interessant. Vielleicht auch mal ein kleiner Tipp für alle die mal was anderes auch auf den Balearen sehen wollen. Cabrera, Sie wohnen auf Mallorca. Ist diese Insel oder ist dieses Ausflugsangebot, sage ich mal, eher im nachhaltigeren Sinne bekannt auf Mallorca? Also die Insel man fährt da mal rüber, das macht man ja in der Regel mit dem Boot, die liegt so knapp 11 Meilen vor Mallorca, ein kleines Inselchen mit einer Gesamtfläche, bloß so um die 55, glaube ich, sind es Quadratkilometer, größer ist das da gar nicht. Und das war schon immer ein Ziel für touristische Tagesausflüge. Die Inselregierung hat das irgendwann mal limitiert. Es gibt also eine maximale Zahl an Booten, die da jeden Tag nur hin dürfen. Seit Anfang der 90er Jahre, das wissen gar nicht so viele, ist das übrigens auch schon Nationalpark. Also dieses Thema Naturschutz, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, das gibt es da, wie gesagt, schon seit Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. Ist gar nicht so neu also. Und ja, da wird viel geforscht, weil man zum Beispiel eben auch mit dem Meerwasser und dem, was macht so Tourismus eigentlich mit Küstengebieten und Co. dort umgeht, weil man, Sie haben es gesagt, alternative Energieformen dort mal ausprobiert über Veränderungen in der Mobilität auf gerade eben Inseln mal nachdenkt. Da ist es zum Beispiel so, dass die Boote, die da rüberfahren, alle auch nicht ankern dürfen, weil man eben am Boden dieses Seegras, was da wächst, möglichst in Ruhe lassen will. Da gibt es extra so Tonnen, die da ausgelegt sind im Wasser, an denen die Boote dann festmachen müssen, sodass man also dort tatsächlich eben versucht, und zwar schon seit ganz geraumer Zeit, sich mit diesem Thema ein bisschen näher zu beschäftigen. Und das rückt jetzt natürlich so in der allgemeinen Wahrnehmung etwas mehr in den Fokus. Aber es gibt nach wie vor eben auch die touristischen Tagesausflüge, die man da machen kann. Das ist eine ganz schöne Tour auf jeden Fall. Es gibt so ein kleines Café da, da kriegt man irgendwie einen Kaffee con leche und kann Wasser bestellen. Für touristische Übernachtungen allerdings gibt es da nichts. Eine Herberge ist da, die, glaube ich, 12 Zimmer hat. Auch da gibt es eine Beschränkung pro Tourist, maximal 2 Nächte, aber hauptsächlich wird die eben derzeit für wissenschaftliches Personal genutzt. Die Menschen, die da also forschen, die werden dort untergebracht. Ja,
Cabrera. Ich hatte es gar nicht auf dem Schirm so, weil man einfach viel zu wenig darüber spricht. Bin aber fasziniert von den Projekten, die auch durchgeführt werden, und macht alles sehr viel Sinn. Und auch gerade so, sage ich mal, so für Vogelbeobachtung ist das eine tolle Geschichte da. Und glaube, Tipp für den einen oder anderen, der sich da mal so ein bisschen weiter von Mallorca wegbewegen möchte. Ja, ich glaube, jetzt sind wir schon am Ende unserer Ausführungen, weil so viel Neues gab es ja eigentlich gar nicht. Aber vielleicht gibt es noch irgendwo einen Tipp für die nächste Woche. Ist ja noch Herbstferien in manchen Regionen Deutschlands. Von Ihrer Seite, was könnte denn noch herausstechend sein für mich auch als Tourist jetzt im Moment in dieser Woche, nächste Woche? Die allermeisten, die hier sind, nutzen tatsächlich das schöne Wetter und verbringen eben viel Zeit draußen und auch an den Stränden, die alle noch ganz normal bewirtschaftet werden auch. Das ist auch weiterhin erstmal noch so. Und wer mal so einen Tagesausflug nach Palma macht, den kann ich wärmstens empfehlen. Das ist in anderen Orten mittlerweile auch so. Einfach mal etwas hochnäsig im übertragenen Wortsinne durch die Stadt zu laufen. Dann sieht man nämlich schon die Vorboten der Adventszeit. Die Weihnachtsdeko wird in der Stadt überall schon installiert. Und wenn man Glück hat in den frühen Abendstunden und sich in einem Stadtviertel bewegt, in dem gerade mal ausprobiert wird, dann sieht man sie auch schon mal in Aktion. War in den letzten Tagen in Santa Catalina jedenfalls so. Und da sieht man dann tatsächlich schon, dass also jetzt auch dafür alle Vorbereitungen getroffen werden. Die Stadt wird wieder mit großem Bohai an dem Donnerstag vor dem Black Friday offiziell diese Weihnachtsbeleuchtung einschalten. Auch da werden noch ein paar Corona-Einschränkungen gelten. Also es gibt nicht die eine Veranstaltung, wo dann viele Leute zusammenlaufen und eng beieinander stehen und sich das angucken, sondern das wird verteilt auf die ganze Stadt mit verschiedenen Lichtinstallationen und Kleinkunst und Co., sodass man also überall in der Stadt was Tolles erleben kann. Und bis dahin ist aber noch ein bisschen Zeit, das ist dann Ende November. Jetzt wollen wir erstmal die schönen Oktobertage noch genießen und den Rest der Herbstferien. Also jetzt schon ein klein bisschen Weihnachtsstimmung bei 24 Grad auf Mallorca. Vielen Dank, Herr Vorbrot, für Ihre Informationen von der Insel, und ja, wir freuen uns schon auf nächste Woche. Besten Dank, schöne Grüße. Tschüss.